zumachen. Warum machst du denn da jetzt noch mal was drauf, wenn es unten drunter ist? Pass auf, jetzt hast du natürlich die Chance. Nimm doch mal einen Löffel. Damit kann man doch nicht arbeiten. Dem Sternekoch platzt der Kragen. Hier guckt aber auch keiner mal nach, ey. Alter Schwede, ey. So, die Fritten sind fertig. Hier, Claudia, komm, das ist nicht mein Job. Für Leute, die rapido essen wollen, finde ich, hat es zu lange gedauert. Die ersten haben zu essen. Und was rausging, fand ich eigentlich da auch ganz gut aus. Durchaus. Aber können Nathalies Gerichte auch geschmacklich punkten? Der Burger ist super. Tolle Fleischqualität. Das Ensemble hat mir sehr gut gefallen. Zwei Burger noch. Drei Burger. Hey. Get up, stand up. Stand Wer hat denn jetzt noch Burger bestellt? Burger? Heute ist der erste Tag, wo wir das ausprobieren. Und dann gleich 20 Leute auf einmal und Heckmeck und Stress und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so dämlich sein kann, dass wir Ja, das üben wir noch. Kohle verdienen auf Mallorca ist schwieriger als in Deutschland. Da muss man nicht immer Schritt schneller sein. Los, Fritten hier, wer hat Fritten geholt? Ein Burger, los! Nach und nach gelingt es, die Tische mit ihren Wunschbestellungen zu versorgen. Das Kunstwerk jetzt zu zerstören, das ist ja eine Schande. Schande hin oder her, die Frage ist doch, wie das Kunstwerk mundet. Ein bisschen wärmer könnte da sein, aber das ist vielleicht auch dem Stress jetzt geschuldet, aber extrem geschmackvoll. Nathalie beißt sich durch und arbeitet die Bons Schritt für Schritt ab. Toast mit Hähnchen! Wer auch immer. Frank Rosin braucht derweil dringend eine Pause. Also wenn sie nicht so nett wären. Am Ende des Tages sieht die Sache ja ganz gut aus. Burger sehen gut aus. Sandwich, die Tostada sieht gut aus. Statt einfallsloser Fleischbrötchen und Currywurst kredenzt Nathalie charmant arrangierte Burger und Tostadas, die sich sehen lassen können. Bin gespannt, wie hier die Testesser bewerten werden. Noch probieren die Testesser emsig. Wie ist denn die werte Meinung? Also mein Toast mit Avocado und Hähnchen schmeckt sehr, sehr gut, sehr frisch. Es sieht wunderbar aus, es macht Spaß, es ist bunt, es ist fröhlich. Also ich bin jetzt schon sehr erleichtert. Kurzfristig habe ich gemerkt, bin ich wieder in so einem und dann, ich weiß nicht, wenn ich überbelastet werde, dann stocke ich irgendwie so, ne? So, Lieben, es geht wieder los. Finale Bewertung. Ihr bewertet bitte Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis, Ambiente und Service. Maximal 10 Punkte. Und dann geht das hier los. Ein weiteres Mal zücken die Gäste die Stifte. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. So. Das erste Testessen. Er gab 20 Punkte. Beim heutigen finalen Testessen. Ihr habt 39 Punkte bekommen von möglichen 50. Immerhin eine Steigerung. Das Speisenangebot und der Geschmack klettern um 5 Punkte auf der Bewertungsleiter. Wir wünschen euch ganz viel Glück, ganz viel Erfolg. Doch die letzten privaten Worte, die würde ich euch ganz gerne draußen
sagen. Für euch sage ich Dankeschön und vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Ja? Das war heute nichts. Mir hat das nicht gefallen. Da muss mehr Sicherheit rein. Wenn du irgendwo auftrittst, nimmst du dir auch nicht das Heft und singst den Text so ab. Alle meine Entchen. Ne? Sondern das kommt. Und das ist das, was ich sage. Es muss drin sein. Du musst es zu Hause üben und du musst dich dafür interessieren. Ja? Und dann musst du hier reinkommen und du musst es leben. Nächste Woche brauche ich so ein bisschen, bis ich da drin bin und bis ich das richtig registriert habe. Und, aber ich freue mich. Es ist absolut ein totaler Neuanfang. Alles Gute. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Claudia, komm her. Sehr, 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 sehr nett. Gleichfalls. Hier, Mama, meine große Liebe. So, es war ganz toll. Dankeschön. Und ich wünsche euch vor allen Dingen Gesundheit. Ja, bis bald. Danke. Die Zeit mit Frank war fantastisch. Er hat mir vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, mir noch mal erklärt, dass es alles mit Liebe geht. Das hatte ich tatsächlich verloren. Ich glaube, wir alle Mädels hier, wir haben uns in Frank verknallt, nicht?